Ja, hallo und willkommen zu einem neuen Stream. Heute wieder zu Gast, der Elias. Hi. Hi, Elias. Wohnst du gut? Ja. Oh, ich sehe gerade, dass ich am falschen Ort hinfliege. Wenn es für dich okay ist, komme ich dich jetzt holen. Ja. Dann können wir gemeinsam eine Mission machen. Ja. Du hast okay. Schon geschaut, ob es da Support-Missionen gibt, aber da gibt es keine. Da heisst, wir fliegen noch eine Station weiter. Ja, aber vorher habe ich einen mega guten Einkauf gemacht noch. Okay, erzähl. Ich habe... Also jeder kennt doch die weißen Sniper. Die mit der Kugel. Und die habe ich jetzt gekauft für 1 Million mit den Schalldämpfern drauf. Ah, cool. Die kann man vielleicht noch mal testen. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob es immer noch den Schuss gehört oder nicht. Eigentlich sollte es ja jetzt nicht den Schuss hören, oder? Nein, Geräuschunterdrückung müsste meiner Meinung nach schon Schalldämpfer heißen. Oder zumindest nur noch ganz leislich. Jetzt gibt es die Waffe nicht mehr zum Kaufen. Ich glaube, wenn sie eine gekauft hat aus dem Shop, dann verschwindet sie. Und die spawnen auch selten solche aufgemutzte Waffen, die schon einen Slot gefüllt haben mit etwas. Ja, aber dann sind sie auch mega teuer. Ja. Ich habe so meinen Dominator-Anzug so bekommen, der hat schon eine Nachtsicht drin. Das ist echt cool. 11 Millionen wahrscheinlich kostet, oder? Ja, das war mega teuer. Es ist halt schon cool, wenn du es findest, oder? Aber du hast Geld nicht, wenn es Geld nicht hätte, ist halt das Dumme. Ja, darum musst du bei Elite Dangerous mal zuerst ein paar Millionen verdienen, dann kannst du erst auf Einkaufstour gehen. Ja. Weil wenn du immer knapp in Kasse bist, dann ist das schlecht. Vor allem, wenn du das Raumschiff noch putzt, dann die Versicherungssumme dann nicht kannst zahlen. Ja, das ist mir passiert, das habe ich. Mein Schiff putzt von 3 Millionen habe ich jetzt nur noch 1 Million. Die andere Million habe ich jetzt für die Waffe ausgegeben. Und dann noch 1 Million. So, hast du gerade Landeerlaubnis geholt? Ja, jetzt sollte ich eigentlich. Nein, du musst mich ja noch einladen. Ja, ich lade dich gerade ein, wenn ich gelandet bin. Ja, ich stehe schon vor dem Lift. Im Moment ist noch kein Schiff angedockt. Oh nein, jetzt habe ich auch so einen verkackten Landeanflug. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Jetzt bin ich fast unten im Schlitz hier geflogen, statt durch den Schlitz. Es ist klar, das gehen jetzt mir auch nicht. Die zweite letzte Mission ist, glaube ich, mega illegal. Ja, dort, wo wir eine illegale Mission gemacht haben, das ist ja recht. Ja. Das war nicht so eine gute Idee gewesen. Ja. Aber wir sind es geschafft, ohne sterben. Also fast ohne sterben. Du bist mit Station abgeschossen hat und ich 14 Millionen müssen zahlen für die Versicherung. Ja, ich könnte. Weißt du, was ich immer sage? Es lohnt sich nicht, wenn du ein Schiff kaufst, das cool und teuer ist. Und nachher kannst du einmal mit dem Flügel und nachher bist du pleite. Halt lieber die Millionen. So, ich lade dich jetzt ein. Ja. Ich habe gerade noch gesehen, dass ich da noch Kopfgeld habe, um mich zu lösen. Ich glaube auch noch. Fliegst du aus, oder? Nein, ich tue gerade den Kurs zu der nächsten Station. Aha. Mal schauen, vielleicht treffen wir jetzt eine, wo wir Support-Missionen machen können. Wo sind wir denn überhaupt? Ah, ungefähr. An Terminal sind wir. So, jetzt auf der Station. Wir haben jetzt gerade den Lift geholt für unser Schiff. Ja,
Ich sehe dich. Hi. Ich war auch noch cool, wer? Kamera, wenn man wird sehen, wenn ein wird zum Schiff laufen. So Beobachtungskamera. Ja, das wäre noch cool. Das sind die Kameras, was hat die Überwachungskameras in den Stationen inne, wo man mal gesehen. Die wäre cool, wenn die echt wären, weil dann könntest du das Gebiet so abscannen. Oder weißt du, oder wenn du selber so eine Drohne hättest, dann könnte ich auch eigentlich so drüber fliegen. Da kannst du nicht denken. Schade. Aber weißt du, was ich am coolsten finde? Wenn ich einen neuen Drohnenstern. Ja, die sind cool. Aber du musst aufpassen, dass sie nicht von der falschen Seite herzieht. Einmal bin ich so einem begegnet, nachher habe ich einen mega Bogen also ringsum gemacht, weil ich Angst hatte, dass mich irgendwie reinzieht oder so. Gut. Dann springen wir ein bisschen weiter. Okay. Nachdem sind es nochmal zwei Sprünge dann. Dann sind wir, glaube ich, 3-4 Sprünge, oder? 4 Sprünge im Gesamten. Oder hat es 2 Sonnen gehabt? Ah ja. Da kann man wieder tanken. Ja, dann müssen wir auch mal. Wobei, wir sind noch nie dort. Ich habe keine Ahnung, wie es dann im Ziel aussieht. Ey, ja. Vielleicht hättest du dort etwas Cooles zum Kaufen. Ja, dann mal wieder eine coole Support-Mission. Ja. Und mal wieder ein paar Gegenstände einsammeln. Was heisst eigentlich Support? Unterstützung. Das ist ja, wenn du Probleme am Computer hast und im Support anrufst, dann hilft er dir. Ja, nun, ihr müsst einen im Support anrufen. Nein, das stimmt. Weiß gar so, nicht letzter Sprung. Ja. Three, two, one, and go.
Ja, da hat es eine Station. Da gehen wir mal hin. Ah ja, eine große und eine kleine. Ja. Zwei Fraktionen werden da angegriffen und die anderen kann man einfach landen. Ist da Krieg? Sind wir dann in einem Kriegsgebiet? Nur zwei Orte, aber die anderen, es hat noch eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, vier, fünf, fünf Planeten sind noch frei. Okay, ich sehe es gerade. Ich habe gerade da hat es einen mit Atmosphäre. Ja, ein paar hat es mit Atmosphäre. Atmosphäre. Zählt eigentlich nach dem Springen immer von Englisch ab? Ja. Irgendwie ist das so wie immer. Irgendwie so. Tönt so wie auf Englisch so. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Ja, genau. Halt auf Englisch. Ah, das ist die Stimme, du meinst die Stimme, ja, die ist auf Englisch. Du könntest umstellen auf den Gerhard, dann würde ich es auf Deutsch sagen, aber der Gerhard tut irgendwie komisch. Ja. Schon der Name ist komisch, quasi werde. Also nicht, dass Gerhard ein komischer Name wäre, aber wenn man einen Computer in einem Raumschiff findet, würde ich jetzt nicht unbedingt Gerhard sagen. Das ist echt ein bisschen schräg. Ja. Wie würde ich denn du nehmen? Ja, keine Ahnung, aber da wäre Elias noch besser oder Thomas noch besser oder Gerhard. Also. Ja. Aber ich will eh nicht einen männlichen Computer sein machen. Wir haben jetzt auch eine englische weibliche Stimme. Also mein Raumschiff darf schon eine weibliche Stimme haben. Ich finde es eigentlich, muss man einfach eine coole Stimme haben. Weißt du, stell dir mal ein, dass es auf Chinesisch ist. Ja, da könntest du auch. Gar nichts mehr. Ich weiß gar nicht, wie man von Chinesisch von 3 abzählt. Das weiß ich auch nicht. Das klingt wahrscheinlich echt schräg. Ja. Vielleicht wie man Kung-Fu-Film oder so. Ja. Klingonisch könntest du auch machen. Ah ja. Das wäre noch lustig. Oder Targoids-mäßig. Ich weiß nicht, wie die reden miteinander. Targoid halt irgendwie. Targoid-Sprache. Muss man einen Targoid anrufen? Muss man einen gefangen nehmen? Ich habe leider kein Gefängnisschiff. Gibt's da überhaupt? Geht schon, aber du kannst keine Aliens gefangen nehmen. Du kannst sie nur abschiessen. Ah, vielleicht fliegen sie dann im Weltraum umeinander. Nachher kann es mit dem Frachtgreifer einsammeln. Ja, das wäre noch cool, wenn der gehängt. Nachher steht der Alien hinter dir. Ich weiß auch nicht, wie groß sie sind. Vielleicht passen die gar nicht Schiffe. Aha, stimmt. Also, ich habe auch schon Targoids abgeschossen, aber das sind nur kleine Schiffe. Von den grossen bin ich immer abgehauen. Oder ist auch so dumm zum Landen? Ja. Die ersten Pads habe ich nicht so gern. Nein. Ich habe so also die letzten Pads. Oder so die mittleren. Ich möchte schon in die Station schauen, ob es da eine Mission hat, ja. Ich muss da nur schnell etwas sagen. Ja. Du hast übrigens kein Fahrzeug. Also nur weil letztes Mal bei der Mission hat man nämlich eins gebraucht. Und ich kann doch eins jetzt, oder? Nicht Nein. verfügbar. Du hast nur ein Fahrzeug. Recht. Du hast nur ein Schiff, das ich letztes Mal nicht geschrottet habe. Das Fahrzeug ist ja irgendwie verloren gegangen. Ja, aber das kann ich das da. Ich steck schon mal los. Fahrzeug. Okay, wir haben wieder eins. Yeah, wie viel? Zwei oder eins?
Oh, ich sehe gerade, dass ein paar Sachen kaputt sind. Der Flügel ist, glaube ich, nicht kaputt, oder? Nein, der ist... Den habe ich noch halb gelassen. Oh gut, das ist etwas seit. Ich habe gemeint, ich habe letztes Mal schon aufgefüllt. Nein. Wieder. Ich habe gestern die Streckmission gemacht, wo das Raumschiff partout nicht hat landen wollte. Aha, ja. Den habe ich noch angeschaut. Ist lustig zu sehen. Das Schiff ist einfach nicht gelandet. Ja. So wie unter gerade etwas. Warte mal, bleib noch mal stehen. Jetzt hast du keine Sonnenbrille, ne? Jetzt keine, jetzt keine. Und jetzt hast du ja. Hä? Wenn du zu weit weg bist, hast du keine, aber wenn du näher rankommst, hast du ja. Hä? Ich habe übrigens noch eine zweite Sonnenbrille gekauft. Okay. Die mit dem silbrigen Gestell oder mit dem schwarzen? Die mit dem schwarzen. Die 20 Arcs kostet. Ist jetzt nicht so gerade so krass teuer. Warte, ich kann noch schnell zum Waffenladen. Mhm. Ah, keine Support-Mission. Nein. Oh, aber dafür 57 Kampfmissionen. Nice. Komm mal rauf. Komm rauf mal. Warte, komm mal. Ich kaufe mal gerade noch die weiße Pistole auf Stufe 2. Oh, cool. Bauch. Oh, ah. Herstellungsanweisungen hat es da. 5 Stück. Wie machen wir? Soll ich mal den E-Raum machen? Du meinst P15, P14 oder was? Es hat die blaue Pistole auch noch. Oh! Oh, 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 alles vorbereitet sein. Dominatoranzug, Stufe 2. Auch noch gerade noch etwas einbauen. Zusätzlicher Rucksackkapazität, ja. Sehe ich gerade. Kaufen. Du hast gerade 2,2 Millionen. Aber ich habe den anderen Dominatoranzug zu kaufen. Ja, aber da kommst du nicht viel über. Ah, das ist die Handlaserwaffe, aber die hat nichts drin. Sie ist nur Stufe 2. Die kannst du auch kaufen, wenn sie will. Die habe ich schon. Können wir da ein paar Missionen machen? Ja, da machen wir jetzt gerade ein. Da haben wir 5 Herstellungsanweisungen über. Auch noch ein paar Bits Geld. Weil die brauche ich nämlich für. Du brauchst um alles irgendwie aufwerten. Brauchst Herstellungsanweisungen. Immer wäre es cool, wenn man Geld könnte teilen. Ich habe zwar da jetzt für da habe ich genug. Aber nachher brauche ich eh mega viel. Wenn du auf Stufe 5 willst, brauchst du glaube 35 Herstellungsanweisungen. Und bei der Waffe brauchst du eben auch P15, wenn ich die noch weiter aufgehe. Herstellungsanweisung. Ah, das wäre auch noch cool, wenn ich dann kann ich mir vielleicht P15 auf Stufe 5 machen. Dann macht sie nachher einen Schaden von 4,1. Weil ich die weiße Pistole? Ja, auf Stufe 5. Wie viel macht sie bei dir jetzt auf Schwelle? Geh mal auf. Also die haben wir jetzt vorher gerade gekauft für Stufe 2. Ah, das ist cool, ja. Ja, nein, die haben wir vorher gerade gekauft. Weil die blau habe ich schon. So, die blau habe ich. Hier gibt's die Grundversorgung. Warte, 6. Grad. Sicher, dass das alles ist? Dann nächstes Mal. Okay, ich gehe fängt zum Schiff, hä? Was sie macht? 1,8. Auf Stufe 2. Ja. Und du siehst, auf Stufe 4 macht sie, was habe ich gesagt? 4,1. Ja. Warte, ich verkaufe noch gerade meine andere weiße Pistole. Ja, pass auf, dass du nicht die falsch verkaufst. Aha, ja. nein, das ist Anzug, Waffe. Da. So, ich habe die richtig verkauft. Schau dann nicht die. Weißt du was? Du mich. Wenn der Maverick-Zug würde verkaufen, was Stufe 5 ist. Ja. Dann würde ich mir, glaub. Umdrüllen.
So, jetzt hoffen wir, dass dort der Tag ist. Dann können wir kämpfen. Mhm. Stufe 4 ist es dann mal. Man kann mein neues Gewehr testen. Ja. Aber weißt du, was fast nicht zum Finden ist? Stufe 5 Sachen. Ich glaube, das hat es gar nicht. Das höchste ist vielleicht Stufe 4. Oder 3. Ich glaube, Stufe 2 oder so mit etwas im eingebaut. Ich glaube, etwas Höheres habe ich noch nie gesehen. Könnte sie Stufe 3 vielleicht, aber dann musst du mega Glück haben. Stufe 3 habe ich durch meinen Maverick zugekauft. Aber nicht in Kraft. Aber es ist mega cool, sie da wieder mit dem Schalldämpfer. Die ist erst nachgekommen. Ja, die ist glaube ich erst rausgekommen, wo man hätte können umeinander laufen. Oder? Ich weiß es nicht auswendig, aber sie ist später gekommen, das stimmt. Sie ist nicht gerade rausgekommen, wo PTU war. Also Public Test. Weiter weiß ich nicht. Sind es viele Sprünge? Nein, wir sind schon im richtigen System. Ah ja. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob es hell oder dunkel ist, weil es lädt die Oberfläche nicht von der Ansicht. Aber wir werden es jetzt dann gerade sehen. So weit ist es nicht. 1260 Lichtsekunden. Hat die zu Mannen? Nein. Ich komme zu rum. Kannst du nicht. Aha. Bist im falschen Spiel. Vielleicht kann man hier ja auch irgendwann mal zoomen. Einfach mit der Außenkamera könntest du vielleicht zoomen. Das habe ich jetzt noch nie gemacht. Ja, noch nie. Aber so weit könntest du eh nicht zoomen. Nein. Wir sind in einem nicht erforschten System. Mhm. Da bin ich jetzt wirklich das erste Mal. Ja. Obwohl du so du gar die Halbgalaxie geflogen bist. Ja, da kannst du laut sagen. Aber wahrscheinlich bin ich nicht einmal 2 oder 3% erforscht. Nur wenn überhaupt 1% vielleicht. Nein, nicht einmal. Ich glaube, alle Spieler miteinander haben nur, glaube ich, 4%. Ja, irgendwo ist mal so eine Statistik gesehen. Ja, 1%, ja, nicht 0, vielleicht. Nicht einmal 1%. Ja, ich denke auch. Ich bin nicht einmal zu der Mitte geflogen zum System. In die Mitte von der Galaxie, mal, da bin ich auch schon gewesen. So 2 oder 3 Mal. Also du hast doch mal, wenn man aufpasst, weil jetzt gibt es viele Missionen, wo du musst zu der Mitte zum System fliegen. Ja, wenn du nicht aufpasst, nimmst du eine Mission an, wo du nach Kolonia fliegen musst. Aha, ja. Das sind, glaube ich, irgendwie 23.000 Lichtjahre oder so. Also, wenn du nicht ein gutes Schiff hast, dann bist du echt lang dran. Wie viel bräuchte ich mit meinem Schiff? Wie viele Tage? Wie viele Tage ist noch schwierig zu sagen. Du kannst ja 24 Stunden durchspielen, aber. Auf jeden Fall sehr lang. Und vor allem, du müsstest das beste Tanksystem einbauen, weil sonst verlierst du jedes Mal eine halbe Minute bis eine Minute mehr. Ja. So, jetzt sind wir nicht gerade dort. Bis jetzt ist es hell. Yeah. Jetzt hoffen wir, dass es so bleibt. Ich hoffe, es wird es dann nicht gerade gestrichelt. Ja. Nein, bis jetzt ist es immer noch gut. Ah,
mal. Zur Grenze vielleicht, ja. Zur Dämmerung. Aber eher. Jetzt kommst du vor, wenn wir in einem Monstertal unten sind, ist dann ist alles schattig. Wo kommen wir jetzt? Oh, jetzt wird es aber immer dunkler. Nein! Nein, jetzt war klar, nein. Ah, da ist eine Grenze. Ich muss erst schauen, wie dunkel das wirklich ist. Je nachdem, wo ich den Dominator anzugnehme. Aber ich habe keine Nachtsicht. Nein, ich glaube, du hast Glück. Es ist gerade so. Wenn du Glück hast, wird es auch heller. Ja. Es ist hell. Ja, gerade so. Ist dafür ein schöner Sonnenaufgang oder Untergang? Ja. Aber wenn man Glück hat, geht die Sonne auf. Jetzt bin ich gespannt, wie viel das wir müssen. Oh, die Mission muss ich noch annehmen. Oh ja, die Mission habe ich noch nicht geshared. Gut, sei es etwas. Beim Schiff ist einfach das Panel links auf Transaktionen. Dann gehst du auf die Weltkugel, wo das Eis drinnen ist. Dann rechts aufs Menü und dann kannst du sagen annehmen. Ja. Ah, das ist jetzt klar gewesen, dass es im Dunkeln ist. Ja. Da vorne ist immer Krater hin. Oh Mann. Ja, nun, sie haben sicher Taschenlampe. Flamme am Boden. Das stimmt, das haben wir letztes Mal gesehen. Dann sind wir aber weggeflogen. Irgendetwas, sie sind, glaube ich, gestartet oder irgendetwas ist. 40, da hat man.